Hast du das Zeug zum Rennstreckenfahrer mit dem Motorrad? Das fragen mich sehr viele von euch und ich glaube, da ist sehr viel Unsicherheit da draußen diesbezüglich, welche Art von Mensch man sein muss, damit man mit dem Motorrad auf die Rennstrecke geht. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht, abhängig davon, was ihr mir so für Fragen gestellt habt im Laufe der letzten Jahre. Haben wir das immer wieder ein bisschen mitdokumentiert und jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und deswegen mache ich hier für euch das Video. Grundsätzlich ist immer die Frage, derjenige, der keine Erfahrung hat auf der Rennstrecke, der hat so ein bisschen Schiss. Er hat ein bisschen Schiss zu dem Zugang, weil er denkt, dass diese Rennstrecken-Motorradfahrer ganz, ganz wilde Hunde sind. Und das mag durchaus diesen Anschein erwecken. Da gebe ich jedem, der das sagt, zu 100% recht. Allerdings, nach sehr, sehr vielen tausend Rennstreckenkilometer und sehr viele Leute, die ich auf der Rennstrecke kenne, kann ich echt durchaus sagen, dass die meisten Rennstrecken-Motorradfahrer ganz, ganz nette, liebe und vor allem sehr feinfühlige Kerle sind oder Frauen auch hin und wieder, ne? Nicht so viel, aber leider. Durchaus also ganz, ganz nette, feinfühlige, sensible Leute sind. Und das hat überhaupt nichts mit wilden Hunden zu tun. Im Gegenteil, ich denke, das sind so manche Rocker, die auf der Straße rumfahren mit Lederklamotten und tätowiert bis oben hin und so. Vielleicht sogar ein bisschen krasser als der Rennstreckenfahrer. Der Rennstreckenfahrer, der ist eher ein bisschen zurückhaltend. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt auch welche, die sehr aggressiv Motorrad fahren. Das ist unter anderem ein Punkt bei mir. Aggressionen haben auf der Rennstrecke meiner Meinung nach nichts verloren. Die gehen in der Regel immer mit blanker Blechverformung aus. Aggression auf der Rennstrecke ist nie ratsam. Bei Aggressionen geht es immer schief. Egal auf welcher Basis diese Aggressionen sind, egal warum man die gerade hat, es geht in der Regel immer schief, wenn man aggressiv Motorrad fährt. Motorrad ist eine Präzisionsgeschichte. Also man muss eigentlich einen Drang zum Perfektionismus haben. Man muss sagen, ich möchte mein Motorrad an irgendeiner Art von Limit bewegen und das so gut als möglich. Also diese Voraussetzung zu haben, dieses Bedürfnis zu spüren. Und dabei habe ich da lebe ich meine Art von Perfektion zum Beispiel aus. Ich bin schon in gewisser Art und Weise immer wieder ein Perfektionist, aber da lebe ich das aus. Jede Runde, jede Kurve genau auf diesem Punkt zu fahren, wo ich hin will. Zu anderen ist natürlich schon auch irgendwo die Lust auf Herausforderung und die Lust auf Kräfte messen. Also so untereinander mal zu gucken, wo bin ich denn? Wie gut bin ich denn? Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich immer der Beste sein will oder dass du der Beste sein musst, aber das ist so eine Eigenschaft, die durchaus bei jedem Rennstreckenfahrer vorhanden ist. So ein bisschen schauen, wo bin ich denn? Das muss nicht sein, dass man sagt, ich muss der Allerbeste sein und ich bin sowieso immer der Geilste. Nein, das ist nicht der Fall, sondern so ein bisschen im Hintergrund mal gucken, wo halte ich mich denn auf, in welchem Level bewege ich mich gegenüber dem anderen Motorradfahrer. Und da ist immer so ein insgeheimes auf die Zeitenliste gucken, wie schnell ist mein Boxennachbar, was hat denn der für Startnummer. Das ist total normal und ich denke, das muss auch schon so ein bisschen dabei sein, das macht auch den Reiz so ein bisschen aus. Es ist natürlich die Frage, jeder, der auf der Straße rumfährt, ich bin mit dem Motorrad nie auf der Straße rumgefahren, ich bin mit dem Auto auf der Straße rumgefahren, ich bin vom Automotorsport auf die Rennstrecke gekommen. Und im Endeffekt war es so, dass ich mit einem Fuß im Gefängnis und mit dem anderen im Grab war. Das heißt, mein Drang zum schnellen Fahren, also zum ein Fahrzeug am Limit zu bewegen, hat mich im Endeffekt dazu gebracht, dass ich auf die Rennstrecke gehen musste, weil das auf der Straße irgendwann einfach, das war einfach untragbar. Jetzt habe ich aber den Vorteil, dass ich hier im Niederbayerischen Wald aufgewachsen bin, da wo das echt geduldet worden ist. Also was wir mit den Autos auf der Straße Sachen gemacht haben, ist abartig gewesen. Das darf ich gar nicht laut sagen, das ist zum Steinigen, das ist wirklich krank, was wir betrieben haben. Aber sonst hätten wir diese Begeisterung für den Motorsport ja nie entdeckt, wenn wir die Möglichkeit da nicht genutzt hätten. Das heißt, ich glaube sogar Walter Röhrl hat das mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er gesagt hat, so wie wir damals die Straßen auf und abgefahren sind, das wäre heute undenkbar. Und da haben wir das Autofahren gelernt, so hat er das gesagt. Ne? Und so ging es mir auch. Und ich denke, jeder Straßenfahrer, der gern mal Pässe heißt und sich denkt, eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen, aber ich habe Angst, dass ich den Führerschein abgeben muss und ja, könnte ja irgendwas hinter der Kurve sein oder so. Wenn das alles immer mitfährt, dann bist du definitiv jemand für die Rennstrecke, ganz klar. Also da gehörst du auf die Rennstrecke. Das heißt nicht, dass du deswegen die Straße fahren aufhören musst, aber dann bist du da gut aufgehoben, definitiv. Wir haben jetzt ja auch zu unseren Rennstrecken-Events die zwei Stück, der erste Pannonienring und der Slowakiering. Pannonienring war sofort ausgebucht, der erste. Slowakiering war, ich glaube, jetzt 90% voll. Und wir haben jetzt noch einen dritten Termin
am Pannonienring im August. Schaut gerne mal unten in die Beschreibung rein. Absolute VIP-Events mit maximal 100 Teilnehmern, 25 Mann pro Gruppe in 4 Gruppen, sodass wir wirklich eine safe Veranstaltung haben. Und bei den Rennstreckenveranstaltungen geht es hauptsächlich eben um die Teilnehmeranzahl, die letztendlich auch das Risiko und die Sicherheit limitiert oder auch nicht. Und da haben wir gesagt, machen wir keine Kompromisse, wir machen maximal 100 Mann einzigartig im deutschsprachigen Motorrad-Motorsport, Rennstreckenbereich. Haben viele von euch schon genutzt. Ich bin sehr dankbar, dass wir die zwei Events schon wirklich voll haben. Und jetzt schauen wir, dass wir das dritte auch noch, das sind jetzt gerade mal so 40%, 35, 38, 40%, glaube ich, was ich im Kopf habe. Da haben wir noch ein bisschen Plätze frei. Sichert euch doch gern einen Platz. Ist auch für Rennstreckenanfänger. Das Gegenteil von Aggression ist so ein bisschen die Ängstlichkeit. Also zu starke Ängstlichkeit, die ist auf der Rennstrecke auch nicht so vom Vorteil. Obwohl ich sagen muss, dass ich schon so ein bisschen eher einer der ängstlichen Typen bin. Also durchaus, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin ein sehr bedachter Typ. Ich will eigentlich immer, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen konträr. Also der Charakter von so einem Motorrad, Rennstreckenfahrer, also bei mir ist er konträr. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt hier sitze, sage ich, ich bin eher der ängstliche Typ. Das ist auch der Fall, wenn ich in die, von der Box auf die Rennstrecke rausfahre oder mich darauf vorbereite. Wenn ich allerdings dann drauf sitze auf dem Moped, ist das anders. Und da muss man Obacht geben, dass diese Grätsche nicht zu krass ist. Ne? Der Respekt nicht zu stark verloren geht in dem Moment, wo man dann auf dem Bike sitzt, sondern dass man sich den behält zu einem gewissen Maß. Da ist eine Höchstform an Intelligenz notwendig, die dich quasi auch wieder heil nach Hause bringt und so ein bisschen so eine Empathie in das, was geht denn heute? Was ist denn für ein Tag? Traue ich mir das heute zu? Sind die Verhältnisse gut? Passen die Temperaturen? Ist mein Reifen noch gut? Macht das Moped heute das? Man hat so Tage da fühlt man, hey, heute ist geil, heute passt. Und dann hat man so Tage, so geht es mir, wo ich mir denke, so, irgendwie, ich habe kein Vertrauen. Und das muss man erkennen, da muss man sehr empathisch sein. Also diese Charakter Grätsche, die sehr, sehr breit ist, sage ich jetzt mal, die muss man da ein bisschen treffen und umso besser man das trifft, desto safer ist man auch als Motorradfahrer. So diese Hau drauf, Jungs, das geht meistens immer schief. Also ich kenne sehr viele, die, ich habe keine Angst, ist mir alles scheißegal. Die stürzen sehr oft. Es ist wirklich so. Die stürzen sehr oft, die haben einfach keine Angst zum Stürzen, die haben sich auch anscheinend noch nie verletzt. Oder selbst wenn sie sich verletzt haben, ist es ihnen egal. Kann ich nicht nachvollziehen, ich habe immer Angst vom Stürzen, ich will nicht stürzen. Nichtsdestotrotz ist es nicht zu vermeiden, ich habe es auch nicht vermieden. Da ist natürlich eine Furcht dabei. Also diese Angst fährt mit. Nichtsdestotrotz soll die Angst aber nicht so krass sein, dass sie dich überhaupt nicht dahin gehen lässt. Also der Reiz, ein Motorrad auf der Rennstrecke zu bewegen, soll schon höher sein als die Angst. Aber die Angst ist normal. Also ich habe die jedes Mal beim Rausfahren. Wirklich jedes Mal. Außer ich sage, okay, ich fahre jetzt eine wirkliche Bummelrunde oder ich habe jetzt einen Schüler hinter mir dran, der 30 Sekunden langsamer fährt als ich. Dann habe ich keine Angst, dass ich jetzt einen Fehler mache und stürze. Dann habe ich aber trotzdem Angst, weil ich Angst habe, dass mich von hinten einer abschießt. Also diese Angst, die herrscht da so. Ne? Und das ist auch, man darf das nicht vergessen, das schlaucht den Körper auch, das schlaucht den Geist, die Psyche im Laufe des Events. Ja, also das macht müde, obwohl man das eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt, weil das Adrenalin natürlich einschießt und man ist Feuer und Flamme, man hat Energie. Aber die Angst macht mürbe. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was man nicht vergessen darf, warum so ein 3-Tages-Event dann schon ganz schön schlaucht. Und nur die wirklich geübten Fahrer dann eine ganze Woche im Stück fahren können, obwohl das auch für mich sehr anstrengend ist, keine Frage. Ja, was habe ich noch? Also klar, eine gewisse Risikobereitschaft brauchst du, aber ich denke, die hat auch jeder Motorradfahrer, der auf der Straße fährt. Seien wir uns ehrlich, ich meine, das Motorradfahren auf der Straße, das ist genauso gefährlich. Ich denke, dass weniger Stürze im Allgemeinen passieren auf der Straße, plus wenn Stürze auf der Straße passieren, sind sie meist viel gravierender wie auf der Rennstrecke. Weil ein harmloser Rutscher auf der Rennstrecke meistens beim harmlosen Rutscher bleibt, der noch nicht einmal Kratzer verursacht. Ich bin im Mugello zweimal hintereinander gestürzt in 2 Tagen und ich habe keinen einzigen Kratzer gehabt. Ich meine, ist jetzt auch nicht die Regel, aber das, wenn du auf der Straße passiert, dann hast du ein Problem. Ne? Und von dem her denke ich, eine gewisse Risikobereitschaft hat auch der Straßenfahrer und muss auch der Rennstreckenfahrer mitbringen. Und ich denke, es gibt ein paar Sachen, wo man die
das Risiko auf der Rennstrecke einfach minimieren kann. Und das ist einfach, wenn man seine Hausaufgaben macht. Man muss schauen, dass ein Moped in Schuss ist, wo wir wieder beim Thema Perfektion sind. Also umso perfekter ich mein Moped im Schuss habe, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Moped um die Ohren fliegt oder dass ich auf meinem eigenen Öl ausrutsche oder dass der Bremsdruck weg ist oder mir die Bremssättel runterfallen oder irgend so ein Mist. Also da muss schon Perfektion herrschen und das dauert auch immer lang. Wir machen hier viele Fahrwerke und ich sage auch zu meinem Mitarbeiter immer und zu mir, sage ich immer selber, hey, eine halbe Stunde hin oder her, drauf geschissen. Ne? Also das muss perfekt sein. Jede Schraube muss dreimal kontrolliert werden und dann wird das Moped noch runtergeputzt. Beim Putzen stellt man viele Fehler nochmal fest und sagt, ah, hier ist ein bisschen was locker, das vibriert ein bisschen. Das ist nur, da muss man wirklich Perfektionist sein, umso sicherer ist man auf der Rennstrecke. Und genauso ist auch der Anspruch von dir gegenüber den anderen, dass ich sage, okay, ich will keinen Fehler machen, dass ich einen anderen gefährde. Das soll dir wichtig sein. Und ansonsten ist es vom Charakter her, also umso feinfühliger, desto besser. Ich denke, die schnellsten Fahrer, die ich kenne, sind die feinfühligsten Menschen, die ich kenne. Die sind hypersensibel, die merken alles. Ich meine, nicht umsonst so ein Marc Marquez und ein Rossi, was die für ihre Diskrepanzen im Laufe ihrer Karriere gehabt haben, miteinander, das basiert ja alles auf irrsinniger, ne? Also das ist ja fast schon ein Kinderspiel, was die machen miteinander, aber die sind so sensibel und dann nimmt einer das von dem anderen und dann trumpft er drauf und dann wird es immer schlimmer und dann macht er dies und das und irgendwann wird es fatal und die sind übersensibel, aber nicht umsonst merken die den Vorderradrutsch kurz bevor es fällig ist, also die haben so eine Empathie in das Ganze. Ja, wenn das Wetter in drei Tagen umschlägt, dann weiß er das, ohne auf den Wetterbericht zu sehen. Und das sind meistens Rennfahrer, das ist einfach so. Also eine gewisse Empathie, wenn jemand sowas hat, super. Es ist nur die Frage, dass nicht die Angst überwiegt. Also die Angst darf mitfahren, aber die Angst darf nicht stärker sein und das beeinflussen. Was haben wir noch? Genau, Angst vor Schäden und Kratzern. Das ist so ein Thema, merke ich, dass die Straßenfahrer, die mit uns, mit ihren Fahrwerken zu uns kommen, dass die Mopeds sind big go bello. Finde ich geil. Ich stehe auf geile, saubere Mopeds und die haben noch keinen Kratzer und keinen Steinschlag. Das heißt, wenn die fahren auch nicht hier auf jemanden auf, das heißt, die haben da echt Bedenken, Steinschläge zu kassieren. Auf der Rennstrecke ist es schwierig. Ich versuche da einen guten Kompromiss zu haben. Ich habe da kein Problem mit einem Steinschlag und irgendwo einen leichten Kratzer. Das ist mir eigentlich egal. Für mich muss es trotzdem sauber sein. Also ein Rennstrecken-Moped, selbst ein MotoGP-Bike, das ist nicht kratzerfrei. Das ist eigentlich, wenn du da genau hinschaust, so ein MotoGP-Bike, ich war schon ein paar Mal vor einem gestanden, da hin und wieder sind da auch Kabelbinder und Panzertapes. Das ist ganz normal, das siehst du von der Weite nicht. Aber so, die sind zwar picobello sauber, da ist nirgendwo Fett und keine Finger da und so, aber das ist gebraucht. Man merkt es einfach, das ist Rennsport. Und dann muss man ein bisschen schmerzfreier sein. Und da ist natürlich die tolle Straßenverkleidung der Panigale V4S schon ein bisschen schade, weil das ist halt schon schön gemacht zum Beispiel. Ja. Und meine erste Rennverkleidung, da habe ich mir gedacht, ey, wie schaut denn das aus? Ne? Das ist ja Wahnsinn. Selbst die Carbon-Verkleidung für 2000 Euro, da ein Klarlackfehler drin. Oder so. Aber irgendwann ist dir das egal. Und dann lernst du damit umzugehen und stellst fest, naja, ist eigentlich eh zu schade, wenn das Zeug picobello sauber ist, weil es ist nach drei Events sowieso wieder dreckig. Und spätestens dann, wenn du irgendwann an den Kies gelegen bist, ja, dann hast du halt die Lenkerstummel, die mit Steinschlägen geschissen sind und so weiter. Das ist eigentlich absolut normal. Was ich noch als letzten Punkt habe, ist so ein bisschen der Zugang zum Motorrad oder vielleicht der Zugang zum Motor-Sport. Ich denke, dass es schwierig ist, wenn ich überhaupt keinen Zugang in meiner Jugend, in meiner Kindheit, in meinem jungen Erwachsenenalter gehabt habe, sondern erst mit dem späteren Erwachsenenalter ab 40, 50 aufwärts anfange, Motorradrennstrecke zu fahren. Oder überhaupt Motorrad zu fahren. Weil dann natürlich mit dem Alter einfach die Risikobereitschaft sinkt und gewisse Abläufe, die jemand, der das seit klein auf macht, einfach nicht vorhanden sind. Und der muss das erst zu spät noch lernen. Und ich habe das bei vielen Schülern von mir festgestellt, die schon älterer Generation waren, die haben sich irrsinnig schwer getan. Da ist teilweise das Umsetzen zwischen den Kurven oder das nochmal kurzen Shortshift vorm Umlegen war eine Katastrophe. Also das Timing und dass diese Synapsen von Gehirn zu Bewegungsapparat, die bilden sich mit 50 nicht mehr so gut. Auch wenn der viel übt, wird es noch. Aber man merkt, Leute, die das vom Kindesalter irgendwie Mofa, Motocross, auch wenn sie nur Wald und Wiese gefahren sind, die haben einen ganz anderen Zugang. Das sind Dinge viel selbstverständlicher,
und laufen eigentlich wie Butter im Endeffekt. Ich bin selber aus, da wo wir aufgewachsen sind, das ist niederbayerisches Kuhkaff, da hat jeder, ich meine, im Umkreis von 5 Quadratkilometer gab es 3 Bauernhöfe und da hat jeder eine Motocross gehabt. Und wir haben uns im Endeffekt zum Motocrossfahren im Wald getroffen. Das war normal. Und zu dem Zeitpunkt mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren hatten wir kurze Hose an, ein T-Shirt und einen Helm. Da haben die Eltern gesagt, du für einen Helm aufsetzen. Ich sage, ja, Helm haben wir auf. Hat keiner gesagt, dass wir die kurze Hose nicht anziehen dürfen. Es war normal. Und dann haben wir uns mit einem Kasten Bier und einer Schaufel in den Wald gezogen und haben erst einmal einen Sprungtable gebaut und dann sind wir da drüber gesprungen. Und dann kann es sein, dass irgendwann einmal so eine Steilwand vor uns war und wir wollten da immer rauffahren. Und irgendwann hat sich einer von uns 5 bereit erklärt, der gesagt hat, jetzt fahre ich mal da rauf, jetzt schaue ich mal, ob die da raufkommen. Und dann hat der von hinten Anlauf genommen mit 85 km/h und ist erst einmal 3 Meter durch die Luft geflogen und hat sich erst einmal verletzt. Das war alles total normal. Jetzt haben wir aber einen komplett anderen Zugang zu diesem Motorsport gehabt. Das heißt, es waren viele Dinge total normal. Und das, denke ich, diesen Zugang muss man ein bisschen voraussetzen. Außer man fährt schon so lange auf der Straße und hat dann, ja, hat einen gewissen Zugang durch das, aber somit so von jetzt auf gleich anzufangen, von keine Motorraderfahrung und ich bin 48 Jahre und bin noch nie Motorrad gefahren und dann auf die Rennstrecke zu gehen, ich denke, das ist ein Problem. Also man sieht es, ich will da keinen zu nahe treten, aber man sieht es einfach bei Leuten, die das machen, die tun sich echt, echt, echt schwer. Und die sind dann auch nicht happy, die sind dann auch, Die merken ja, dass sie da irgendwo vielleicht falsch sind. Ja, man muss da kein Hypertalent haben, um auf der Rennstrecke mit dem Fluss mitzufahren. Aber wenn einer so wirklich aus der Rolle tanzt, dann ist das ein Problem. Und dann wird es wiederum gefährlich, weil der natürlich von hinten dementsprechend unter Gefahr geht. Aber das ist nicht die Regel. Ich sage, das ist nicht die Regel. Ich will da keinen abschrecken. Im Endeffekt ist es meistens so, dass man sich denkt, oh, ich kann das gar nicht und ich bin da vielleicht zu langsam. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also die andere Art ist eher die geringere. Aber das gibt es auch. Man muss halt sehen, was habe ich für einen Zugang. Bin ich auf der Landstraße schon einer von den Zügigeren oder so? Oder tue ich mich leicht? Habe ich nie Probleme? Wir haben Leute auf der Rennstrecke gehabt, die haben das Moped schon nicht schieben können. Also die haben schon Probleme gehabt, in die Box reinzuschieben. Da hast du das Motorrad ihnen abgenommen, bevor sie damit umfallen. So krasse Sachen hat es gegeben, wo du denkst, so, oh, Alter, ob das dein Hobby ist, du, puh. Ja, gibt's leider. Aber die merken es relativ schnell, dass es nicht ihr Ding ist und dann suchen die sich was anderes. Die probieren das halt einmal aus. Ist auch, denke ich, vollkommen okay. Ich denke, jeder soll das probieren. Und dann merkt man schon, ob das letztendlich das Richtige für einen ist oder eben nicht. Ja, das war so ein bisschen so meine Anekdote zum Thema, was du das Zeug zum Motorrad-Rennstreckenfahrer. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns auf unseren Track Days sehen, die alle schon gebucht haben. Danke dafür, dass wir uns auf der Rennstrecke sehen. Ich freue mich riesig auf unsere eigenen Events. Wir arbeiten Tag und Nacht, mehr oder weniger, ich zumindest, die Mitarbeiter nicht, ganz Tag und Nacht, ich schon. Dass wir das perfekt machen, wir perfektionieren momentan den kompletten Betrieb um, wir tun die ganze Fahrwerksoptimierungsgeschichte, alles optimieren, wir haben nachinvestiert in Werkzeuge, in dass wir mehr Sachen machen können, in Entwicklung. Ich lese momentan sehr viel, probiere viel aus und so. Also wirklich, wir machen große Steps und an jeden Kunden da draußen, der das ermöglicht hat, muss ich echt sagen, Hut ab, danke, danke, danke. Ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir hier leisten und rausliefern und mit dem natürlich, was ihr uns dann für ein Feedback gibt. Also, gebt gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das ist irgendwie schon so ein Standardspruch, ich muss mal was Neues einfallen lassen. Also, ciao.